Hallo und herzlich willkommen auf Die Meris, den süßesten und knuffigsten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Und heute haben wir mal ein ernsteres Thema, weil wir leider mit der Petit Four zum Tierarzt mussten. Sie hatte eine stark entzündete Pfote, weil wenn ich etwas in all meinen Jahren als Meerschweinchenhalter gelernt habe, dann, wenn ich etwas nicht dagegen unternehmen kann oder ich weiß nicht, was zu tun ist, dann immer sofort zum Tierarzt gehen. Der hat das gelernt, der wird herausfinden, was zu tun ist. Und so schnappt man sich eine Petit Four, geht nach draußen, schnappt sich dort ein wenig Gras, damit sie ein bisschen was zum Knabbern hat und ist direkt auf dem Weg zum Tierarzt. Da habe ich quasi den ultimativen Vorteil, weil mein Tierarzt wohnt direkt um die Ecke. Sieht eigentlich aus wie bei jedem anderen. Und erstmal trinken, weil es waren an dem Tag 35 Grad und ja, das ist ein wenig warm. Hier sehen Sie noch Bilder von Fröschen und ein geflügeltes Schwein. So muss das sein. Und schon sind wir drin und Petit Four wird erstmal untersucht. Es wurde ziemlich schnell festgestellt, da hat sich irgendetwas im Fuß entzündet durch eine kleinere Wunde. Dann ist das ein wenig dreckig geworden und dann sieht das schon mal so aus. Aber keine Sorge, das ist nichts, was ein kompetenter Arzt nicht behandeln könnte. Noch schnell ein schicker Verband um das kleine Pfötchen und wir sind schon fast auf dem Heimweg. Das Ganze hat fast 10 Minuten gedauert, sie war nicht wirklich davon begeistert, aber naja, was tut man nicht alles, um wieder gesund zu werden? Vorne darf ich mir ein paar Medikamente abholen und wieder zurück mit der kleinen Kopfratze. So, baff, Petit Four, die Medikamente, ganz viel Zeug, die Sarah, hallo. Also sie hat eine Entzündung am Fuß, kannst du sie mal rausholen. Boah, Vorsicht, Vorsicht, ja, ja. Aber ansonsten geht's dir gut, ne? Du bist jetzt nur im bisschen Stressmodus, aber deinem Füßchen ist es noch dran, das ist das Allerwichtigste. Bleib schön da, du wirst jetzt ärztlich vollkommen versorgt und kommst in eine Sonderbehandlung. Also was ist wichtiger, Möhrengrün? Ja, oder weglaufen, genau. Nein. Hier haben wir die ganzen Medikamente, dürfen wir nicht verschwinden. Das eine ist das Antibiotikum und das andere ist ein Schmerzmittel. Steht immer schön drauf, wann man wie oft was machen muss. Deshalb bekommt man diese netten Sachen hier mit. Das ist die Salbe fürs Füßchen und wenn dich jetzt nicht eincremen, das sollte erstmal reichen für heute. Aber du kriegst jetzt noch Schmerzmittel und Antibiotikum. So leid es mir tut, junge Dame. Ja, und dann ziehen wir einfach mal 0,3 auf. Seht ihr? Einwandfrei. Was die so gar nicht mögen, wir drücken es ihnen direkt in den Mund. Das schmeckt jetzt mit Sicherheit nicht. Ja. Das ist mir egal, das ist ganz wichtig. Dann schlucken die das automatisch. Bäh, bäh. Sie hat jetzt schon keinen Bock, aber es kommt leider noch ein Antibiotikum und das ist ziemlich das Wichtigste. Nur 0,1 Milliliter. Ich komme mir gerade vor wie ein verrückter Professor. Ja, ich weiß, du bist heute schon durch genug Stress gegangen, aber das muss alles sein. Für dein eigenes Wohl. Mund auf. Mach den Mund auf. Es tut mir wahrlich leid. Und weil wir dich ja noch nicht genug gepeinigt haben, ne, müssen wir jetzt auch noch auf der zweiten Ebene da oben alles frei machen, mit Handtüchern auslegen. Und dann tun wir mit dir da Müll wahrscheinlich rein, damit du ein zweites Meerschweinchen in deiner Gesellschaft hast. Und dann musst du 1, 2, 3 Tage da oben bleiben, damit das Füßchen sich bessert. Und das werden wir jetzt machen. Guck mal, unter mir tingelt eine Tiramisu durch die Gegend. Hallo, ist alles klar? Es ist doch genügend Essen da. Du musst dich nicht anstellen. Hier, nimm einfach irgendwas. Und in dem Sinne bist du auserkoren worden, auf Petit Four aufzupassen. Würdest du ihn bitte reinsetzen? Mö, du hast jetzt die wertvolle Aufgabe, auf Petit Four aufzupassen, damit das geklärt ist. Die ist krank, also nicht wirklich in dem Sinne, aber pass auf, dass es ihr besser geht. Ist das klar? Hallo Castiel. Bist du auch gerade wach? Wolltest du dich ins Video schmuggeln, ne? Jetzt hast du deine 5 Sekunden Ruhm. Sei knuffig und niedlich. Wir müssen jetzt immer dafür sorgen, dass das, was an der Pfote ist, der Verband, dass der immer schön dran bleibt und jeden Tag mindestens einmal vernünftig eingecremt wird. Und halt die ganzen anderen Medikamente. Tiramisu, das kennst du alles. Das hast du auch schon mal alles mitgemacht. Guck mal, da haben wir eine Crumble-Schnute. Ist das nicht niedlich? Ja, Oma, du bist auch niedlich. Also, das ist jetzt für die kommenden paar Tage
euer neues Zuhause. Bitte vertragt euch, aber ich habe da keine Bedenken. Puh, ist das warm. Naja, und abschließend können wir noch sagen: Macht es wie wir und geht immer direkt zum Tierarzt, wenn euch etwas komisch vorkommt bei euren Tieren. Die Tiere sind in eurer Verantwortung, kümmert euch drum. Und wenn wir euch jetzt noch was beigebracht haben, dann gebt dem Video gerne einen Daumen rauf. Vergesst nicht zu abonnieren und ich würde sagen, man hört und stört sich. Und ich grüße jetzt erstmal meinen Ventilator. Bis dann. Was ist los hier, Pappnasen? Wollt ihr noch mit ins Video? Ja? Gut? Alle seid ihr jetzt mit im Video? Seid ihr glücklich? Gut. Dann bis dann und tschüss.